aber da haben einige andere etwas dagegen. Sehr hektisch jetzt hier. Es weiß natürlich jeder, um was es geht. Und jetzt Marc Hirschi, der Diego Lisi ablöst und Tadej Pogacar an der Spitze nach vorne bringt. Dahinter lauert in Gelb Tisch Benot. Bauke Mollema ist auch da vorne mit dabei. Und für diesen Mann hier beginnt sie die Steigung. In wenigen Augenblicken geht hier zweimal beim Kreisel weg. Bereits der zweite Kreisel und jetzt beginnt sie 1,3 Kilometer vor dem Ziel. Hier geht es bereits bergauf, da vorne die Flamme huscht, die letzten 1000 Meter. Und das Feld kommt angeflogen, das Team Israel mit dem Leader Michael Woods ebenfalls vorne vertreten. Marc Hirschi, zweite Position, wie streng das da hier schon ist. Und hier geht das Tempo zusammen, umso schneller es wird. Und es gibt ja noch immer die Chance, um wieder vorzufahren. Seht ihr, das Feld wieder breit wird. Oh, da wird mit den Ellbogen gearbeitet. Romain Bardet ist da im Infight mit Tisch Benot. Und da wird Verwacke in Kürze eingeholt. Und jetzt hat Hirschi ausgeklingt. Jetzt muss es Pogacar dann alleine richten. Kann er natürlich. Mike Woods an zweiter Position, angeführt von einem Israel-Teamkollegen. Und ist das jetzt Tom Pidcock da vorne? Jetzt müsste noch ein Helfer sein. Nein, genau, es Pidcock ist noch ein Helfer, aber Pidcock, wo ist Position 10 ungefähr, dann können wir ausmachen. Das ist die 54, Magnus Sheffield, der heute seinen Geburtstag feiert. Schöner Auftritt, dann die Startnummer 1, Mike Woods. Und der große Favorit an dritter Position, Tadej Pogacar. Wo ist Mauro Schmidt? Er ist mal verschwunden und am Bildrand, auf der rechten Seite. Das ist, glaube ich, nicht der Mauro, das ist ein Teamkollege. Ja, die 34 gehört Mauro Schmid, wenn sie selber suchen wollen. Ja, es ist die 36 leider. Und jetzt Pogacar bereits an der Spitze. Aber noch ist der Angriff nicht erfolgt. Mike Woods neben ihm. Mauro Schmid ist jetzt noch durchs Bild, etwa 20. Position. Und bei der Linkskurve. Der Engel, da wird es eng mit Romain Bardet, der auf der rechten Seite vorbei will. Kommt aber nicht an Mike Woods vorbei. Ja, der wäre da mit Schwung kommen. Das hat natürlich ein guter Moment sein. Michael Landa ist gut positioniert. Giulio Ciccone ist auch mit dabei, die Italiener. Jetzt Pidcock vorne auf der rechten Seite von uns aus gesehen. Ja, das große Finale läuft und das sind die Rampen. 18, 19%. Aber man darf nicht zu früh all-in gehen, sonst büßt man. Pogacar in perfekter Position, aber es braucht dann noch den Kick. Und den haben vielleicht andere mehr als er. Also es bleibt spannend. Mike Woods immer noch vorne. Dann Bardet hinter ihm, neben ihm. Tadej Pogacar, Mikel Landa, Giulio Ciccone, Tom Pidcock auf der rechten Seite. Und der Bardet, was jetzt versucht. Romain Bardet, der Franzose, über ihn haben wir nicht gesprochen. Hat ein sehr ruhiges Frühjahr, viel krank. Und jetzt scheint er in Form zu kommen. Und geht eine Lücke auf zu Pogacar? Nein. Der geht jetzt aus dem Sattel. Tadej Pogacar, sein Antritt. Ciccone versucht zu kontern, aber alle im roten Bereich. Und es läuft auf das hinaus, was wir erwartet haben. Tadej Pogacar, unwiderstehlich. Der Sinkelmann ist in der zweiten Position, als erster Verfolger. Es wird auch für den slowenischen Superstar hart. Und bricht er jetzt ein? Oder hat er bereits gesehen, dass es reicht? Ja, natürlich hat er das. Denn es ist Tadej Pogacar und er gewinnt das zweite der drei Ardennenrennen in diesem Jahr. Flash Wallon, aber nicht ganz so deutlich. Eine Beute von Tadej Pogacar. In diesem Moment Mauro Schmidt über der Ziellinie, Position 12. Vielleicht werden wir das dann noch anschauen.